Da gab es jetzt für den Liveball so ein Plakat, worüber alle diskutieren und streiten. Ob das jetzt richtig ist, ob das falsch ist, ich vermute mal, du weißt, welches Plakat ich meine. Findest du, dass das jetzt ein Fehler war, das wegzuretuschieren von den Linken zum Beispiel? Retuschieren stehe ich jetzt im Moment auf der Leitung. Es ist jedenfalls ein Plakat, wo man einerseits mit Photoshop offenbar eine rein weibliche Figur aus einem Menschen gemacht hat, der sich offenbar operieren hat lassen und in einem anderen eine hermaphroditische Figur hatte, wo man also voll die primären Geschlechtsmerkmale sieht. Was mich aber wirklich gift, also es ist geschmacklos gegenüber Kindern, was mich aber wirklich giftet, dass die gesamte feministische und linke Szene sich jedes Mal furchtbar aufregt, wenn nur ein Mann einer Frau nachschaut, die voll bekleidet ist, und solche Plakate darf man doch nicht haben, aber über komplett nackte Figuren regt sich die linke Szene nicht auf, weil es ist eine Kunst. Galerie, was natürlich ein reiner Vorwand ist, sondern es wird also dieses Schwulenfestival beim Garten der Lüste des Liveballs beworben und nicht also die Galerie, die sich das ja auch niemals leisten könnte. Es gibt in ganz Wien keine Galerie, die sich also eine solche Plakatkampagne leisten könnte. Das ist also ein reiner Vorwand, dass man das als Kunst bezeichnet, sondern da ist halt ein Model, das sich halt in den Kreisen herumbewegt und das dort abgebildet ist. Aber die wirkliche Kutzbe und Sauerei ist, dass man sich ständig aufregt und dort hat man überhaupt nichts dagegen. Das heißt, dich regt mehr die linke Reaktion als das Bild an sich auf. Ich finde auch, das Bild an sich gehört nicht auf die Straße. Aber jene, man hat da, kassieren Gelder und Gremien und Räte, die sagen, Werberäte, wir schauen darauf, dass auf den Plakaten nichts Unzüchtiges ist, die sich ununterbrochen aufregen, halten den Mund, wenn es dieses Plakat ist, das sicher ist, alles an drastischer Ausdrucksweise übersteigt, was da sonst auf Plakaten stattfindet. Also das ärgert mich ein zweites Mal. Also ich finde das Plakat vor allem bei kleinen Kindern nicht wirklich passend auf der Straße. Also ich finde es unmöglich, aber genauso unmöglich und heuchlerisch, weil das ja alles Personen sind, die da sonst immer sehr, sehr mit einem großen ethischen Anspruch auftreten und da haben sie überhaupt nichts dagegen, weil es ja ein linkes Plakat ist. Gibt es einen besonderen Grund, warum das eben ein Mann ist und keine Frau? Ja, das ist, wirbt natürlich für den Liveball und der Liveball ist ein Treffpunkt der Schwulen, wird vielen linken Organisationen und Tagenorganisationen gefördert und zum Inbegriff des Guten gemacht, obwohl dort vor allem einmal Geld verdient wird. Aber dafür, das ist der Anlass und dafür wirbt dieses Plakat. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.